Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Blick zurück auf 2017. Ja, ich habe es ja im Serien- und Filmjahresrückblick schon gesagt, dass ich es dieses Jahr ein bisschen aufteile, weil ich denke, dass es einfach sonst viel zu viel gewesen wäre. Und ja, das Video habt ihr ja bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag sehen können. Ich packe es auch nochmal unten in die Infobox. Und heute widmen wir uns den Büchern und ja, der Statistik, den Highlights, den Flops, den Autoren des Jahres, auch der ein oder anderen Begegnung. Mal gucken, wie das hier ausartet. Und ja, grundsätzlich muss ich sagen, war 2017 ein sehr schwieriges Jahr für mich. Ganz im Privaten gab es doch so zwei Einschnitte, die ich schon ziemlich heftig fand, die auch erstmal ja, verdaut werden mussten. Und der Mensch ist aber ein Gewohnheitstier und das ist sehr faszinierend zu beobachten, wie schnell auch ja, Dinge im Leben, die einen so für zwei, drei Wochen extremst aus der Bahn werfen, ja, dann irgendwie Alltag werden und man dann damit irgendwie lebt. Und ich glaube, der Mensch braucht das auch. Der Mensch schafft wahrscheinlich einfach so seine Inseln. Und ja, ich glaube, ja. Ja, ich wünsche mir für 2018, dass es in diesen Dingen besser wird, dass alle gesünder werden, die es irgendwie betraf in diesem Jahr und dass überhaupt Gesundheit ein großes Thema ist. Und ja, dass das einfach ein bisschen ruhiger wird in 2018. Ansonsten ging es mir persönlich aber doch relativ gut. Arbeitstechnisch war ein sehr ja, gutes Jahr, das kann man tatsächlich so sagen. Ich bin ja jetzt seit über 1,5 Jahren in einer neuen Abteilung in der Firma, wo ich jetzt dann im Februar 10 Jahre bin. Und ja, dieser Wechsel war, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte, was die Aufgaben angeht, was die Menschen angeht. Und ja, dass man dadurch einfach auch, wenn man eben so eine Insel hat, dass dann eben auch andere Dinge mal aus ja, den Fugen geraten können und nicht gleich so ein ganzes Kartenhaus sozusagen zusammenstürzt. Und ja, das Jahr war dann geprägt natürlich auch von besonderen Begegnungen, gerade was natürlich ja, die Menschen, die sonst auf der anderen Seite der Kamera sitzen oder ja, im Grunde auch vor der Kamera, aber man selbst dann dahinter sitzt. Es gab die Leipziger Buchmesse, die ich sehr genossen habe, die mir gefallen hat, wo auch wirklich die Zeit, die 2 Tage, es war zwar unglaublich stressig und ich war selbst schuld, keine Frage, ich plane das fürs nächste Jahr anders, aber es war ein wunderschönes Wochenende mit vielen Eindrücken, vielen Menschen, mit Sonnenschein am Samstag, ich weiß gar nicht, ob Sonntag auch noch geschienen hat. Und ich freue mich jetzt auch in 2018 auf die Buchmesse. Geplant ist ja 2 Nächte dort zu bleiben, schon Freitag den ganzen Tag zu nutzen, Samstag einen halben Tag. Ich habe mich noch nicht entschlossen, welche Hälfte des Tages. Die andere Hälfte möchte ich ein bisschen shoppen und bummeln gehen. Und Sonntag bin ich auch noch unentschlossen, ob ich Vormittag nochmal auf die Messe gehe oder ob ich direkt nach dem Frühstück heimfahre. Das werde ich dann einfach so abhängig machen, was vielleicht noch für Veranstaltungen anstehen. Und Messen sind einfach immer schön, weil man hat Bücher um sich, man hat ja Menschen um sich, die man mag, mit denen man eben sonst nicht wirklich groß zusammenkommt, egal ob es ja Booktube-Kollegen sind, Zuschauer sind, ob es Autoren sind, Verlagsmitarbeiter, man hat die alle so vor Ort und das habe ich in Leipzig auch sehr genossen. Und auch wenn es wirklich stressig war, weil ich mir den Samstag wirklich vollgepackt habe, das war total verrückt, aber ich werde das 18 ein bisschen entspannter planen und ja, es ist zum Glück auch diesmal keine Zeitverschiebung drin, weil ich glaube, die ist 1 Woche oder 2 Wochen später. Ja, dann gab es, ja, was Treffen anbelangt, noch ja, das Kingsiana-Treffen im November in München. Zum ersten Mal waren wir alle 4 am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Es hätte ja fast schon mal Frankfurter Buchmesse letzten Jahres 16 geklappt, aber da haben sich die Tage so überschnitten, dass entweder ich gefehlt habe, Paddy gefehlt hat oder ich glaube auch mal Thorsten. Und irgendwie waren wir dann immer nur zu dritt unterwegs. Und ja, diesmal hat es sozusagen ja geklappt.
Und da haben wir ja auch so die letzten Vorbereitungen, Besprechungen gehabt für unsere Kingsianer-Tour, die 2018 kommt, worauf ich mich mega freue. Ich mich freue, Zuschauer zu sehen, ich mich freue, andere Booktuber zu sehen, die drei zu sehen und tolle Zeit zu haben. Und das in Kooperation mit Hugendubel, da freue ich mich wirklich mega drauf. Dann gab es, ich glaube, ein oder zwei Wochen später in Nürnberg das Treffen mit der lieben Miriam von Kanal MJ Liest. Und das ist auch einfach so, da entstand eine Freundschaft und jetzt hat man sich gesehen und es verändert tatsächlich Dinge, wie ich finde, ganz positiv. Und das ist einfach ganz wunderbar. Und dann war ich, das habe ich jetzt gerade ganz vergessen, meine Güte, im August ja auch 3 Tage in Berlin und habe da die Berliner Booktuber sozusagen getroffen, zumindest 4 von ihnen. Und auch daraus haben sich einfach noch intensivere Freundschaften ergeben, als es vorher der Fall war. Und da merkt man einfach dieses, wie ich immer gerne sage, das so zum Anfassen, das macht einfach einen Unterschied. Und es ist einfach unglaublich schade, dass die lieben Menschen alle so weit weg wohnen gefühlt und man sich eben einfach so selten sieht. Und für 18 habe ich mir auf jeden Fall vielleicht so 2 Fahrten nach Berlin vorgestellt. Einmal natürlich mit den Kingsianern und ich denke auch einfach mal so, vielleicht um die Weihnachtszeit herum doch einfach mal so einen Berliner Weihnachtsmarkt genießen. Einfach mal gucken, wie wir das alle so ein bisschen hinbekommen. Es müssen ja immer verschiedenste Menschen dann sozusagen auch damit involviert sein. Und es ist halt, jeder hat so sein Leben, ne? Und wenn man da dann 3 Tage einbricht oder aus seinem eigenen Leben ausbricht, aber wem sag ich das? Euch wird's ja nicht anders gehen. Ja, es war ein sehr angenehmes, schönes Jahr. Zudem war ich dann, also was diese Begegnungen angeht, zudem war ich ja dann auch noch eine Woche im Urlaub, was mir unglaublich gut tat. Und ich zehre noch heute davon und sehne mich immer sehr zurück an dieses Strandgefühl, wo man einfach denkt, Steffi, all dieses Negative, du liegst hier am Strand, es hat 30 Grad. Weg, na, also mit diesen negativen Gedanken. Und es war wirklich nötig. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und auch so gruselig der Beginn war, dass ich alleine geflogen bin, umso besser und schöner war, glaube ich, dann dieser Urlaub und umso mehr habe ich ihn gebraucht. Und ich glaube, es war tatsächlich auch gut, dass ich alleine geflogen bin. Das ist, man weiß nicht, was einem gut tut, bis man es dann vielleicht merkt. Und war wirklich ein sehr schöner Urlaub. Also das so zu diesem Jahr, so ein bisschen im Allgemeinen. Es war sehr traurig, dass wir unseren Simba haben gehen lassen müssen, direkt nach meinem Urlaub, an dem Samstag, wie ich wiederkam. War er leider schon in der Wohnung schlafend gelegen sozusagen. Es tut auch jetzt immer noch so ein bisschen weh und es sind jetzt doch ein bisschen was über 2 Monate, aber es gibt immer so Momente, wo man denkt, ach ja, Simba, und dann denkt man sich, ach nee, und jetzt quietscht gerade der andere. Ja, es passiert ihm nichts, er quietscht nur gern. Er hört sich gerne singen in Küche und Flur. Ja, das kann er auch gut. Na, unser Rambo, für alle, die Instagram kennen, wissen, das ist der graue Tiger, der gerne mal so ein bisschen umhersingt. Und die Kamerakatze, die mögen sich nicht ganz so, die sitzt jetzt unterm Tisch. Da kommt er natürlich nicht hin. Aber gut, das war natürlich etwas, was sehr traurig war, was ein bisschen, was auch fehlt. Ne? Also das ist wie ein Familienmitglied, das auf einmal nicht mehr da ist und wenden wir uns den schönen Themen zu, bevor es ja noch traurig wird. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas an Begegnungen vergessen habe. Nein, ich glaube nicht. Ja, das Bücherjahr 2017 war ein, glaube ich, buchtechnisch gesehenes, sehr erfolgreiches Jahr. Und ich habe ein bisschen Statistik vorbereitet und versuche das ja auch immer so für mich selbst in einen Vergleich für das Vorjahr zu ziehen. Und ich habe, glaube ich, Statistik zurückliegen bis 2012. Und das ist immer mega interessant und gerade auch so Highlights und Flops angeht und solche Dinge. Und ja, jetzt ein bisschen Statistik. Ich bin einfach ein Statistikmädchen. Ich führe unglaublich viele Statistiken, nicht nur übers Lesen. Das ist aber so die einzige Macke, die ich dann auch öffentlich teile sozusagen. Und es sind in diesem Jahr 247 neue Bücher bei mir eingezogen. Ja. Ich finde das eine Hausnummer. Das bedeutet ja gefühlt
fast jeder Werktag sozusagen ist ein Buch eingezogen. Ich finde das fast schon ein bisschen freaky. Ich muss es ehrlich so sagen, ich finde das persönlich, dachte ich, diese Zahl, okay, 365 Tage hat das Jahr, 50 Wochen mal grob 5 Tage, in denen man, also man könnte ja 6 Tage einkaufen gehen, aber da dachte ich so, okay, Steffi, ja, du hast gefühlt an jedem Tag ein neues Buch gekauft, erhalten, wie auch immer. Ja, da weiß ich Bescheid. Im Vergleich zu 2016 ist es definitiv mehr. Im 2016 waren es 210 Bücher. Es hat sich also gesteigert und ich würde mir jetzt für 2017 vornehmen, dass weniger neue Bücher bei mir einziehen. Egal im Sinne von Neuerscheinungen oder auch von gebrauchten Büchern. Ja, was soll ich sagen? Es waren 133 neue Bücher, 97 E-Books und auch 16 Hörbücher. Und da merkt man, an Hörbüchern ist es ein bisschen mehr geworden als 2016. Ich habe jetzt die Zahl für 16 nicht im Kopf, aber es war mehr. Es sind auch viel mehr E-Books geworden. Das ist ja so im Grunde, es sind knapp so fast 50-50, wenn man so möchte. Natürlich jetzt nicht ganz, aber so 2/3, 1/3. Und das fand ich schon geil, also auch nicht ganz, aber fand ich nicht schlecht. War ja mein Ziel, einfach auch des Platz wegen sozusagen, wo ich gesagt habe, irgendwo, man weiß ja irgendwann nicht mehr, wohin mit den Büchern, wirklich den E-Book-Reader zu nutzen. Und 247, ich komme über die Zahl, also ich bin wirklich erschrocken, als ich das zusammengezählt habe. Ja, ich weiß, ich kenne meine Monatszahlen, ich weiß, dass da einige Monate mit 20 Büchern dabei war, der Höchstmonat war der November. Ich weiß auch, dass der Februar, glaube ich, recht reich an Büchern war, weil da dieser Indie-Monat auf Amazon war und man da ja in der Woche dann gefühlt auch schon 5-6 Bücher gekauft, was dann ja wieder hinkommt. Aber so die Zahl so im Ganzen zu sehen, hat mich schon so einen Moment auch, wo ich dachte, ja, aber das, ja, ist einfach mein Gefühl, ne? Also das war schon so das geballt, für einen Moment creepy. Aber jetzt kommen wir zu den gelesenen Büchern des Jahres und das sieht auch sehr gut aus. Und zwar habe ich 177 Bücher gelesen. Auch auf diese Zahl wäre ich mit Schätzungen nicht gekommen, weil ich so im Gefühl immer 10-12 Bücher im Monat lese. Und das dann so hochgerechnet, hätte ich mich so bei 130 eingeschätzt. Und dann waren es tatsächlich 177. Wobei dazu auch jedes angefangene und abgebrochene Buch natürlich zählt. Also ich mache da keinen Unterschied. Ich schreibe auch ein gelesenes Buch dann nicht als Drittelbuch auf oder irgendwie so, sondern das ist gelesen und das ist dann eben abgebrochen. In meiner Monatsstatistik zähle ich das tatsächlich so. Da würde ich dann sagen, 12 Bücher und 2/3 Bücher, was ja dann nicht ganz 13 Bücher ergebe, aber in der Jahresstatistik ist wirklich jedes Buch gezählt und egal, ob beendet oder nicht. Ja, zum Vorjahr ist der Vergleich definitiv auch gestiegen. Im Vorjahr waren es 149, zu jetzt 177, was ja im Grunde 28 Bücher mehr sind. Das ist, was mancher so das ganze Jahr liest, ne? Also, ja, ich habe das mit einer Freundin besprochen und die hat mich angeguckt und hat gesagt, oh, die 28, die war dann ich in diesem Jahr. Ja, es ist so. Also ich bin tatsächlich erstaunt über sowohl die Neuzugängezahl als auch die gelesene Zahl. Und es waren 84 echte Bücher, es waren 80 E-Books. Was mich mega freut, ist, dass das eine 50-50-Variante ist. Und es waren 13 Hörbücher. Und jetzt könnte man ja sagen, Mensch Steffi, da ist dein Sub ja gestiegen. Theoretisch ja, es sind tatsächlich aber auch einige Sub-Leichen rausgeflogen. Also ich habe Anfang des Jahres, Februar, hatte ich ja so einen Ausmistwahn. Den hatte ich dann auch nochmal im Mai. Und da habe ich wirklich mir meinen Sub angeguckt, sowohl im Regal als auch digital auf der Festplatte, auf dem E-Book-Reader. Und viel überlegt, was ich weggebe oder was ich eben auf dem E-Book-Reader lösche und wegpacke. Und für mich ist dann auch ein E-Book nicht mehr auf dem Sub, wenn ich es von meinem E-Book-Reader weglösche. Natürlich schmeiße ich die Datei nicht in den Papierkorb, sondern die werden natürlich auch digital, sind die ja überall auf der Festplatte, auf dem E-Book-Reader.
Aber auch da habe ich ausgemistet und so natürlich auch im Bücherregal. Ich habe einige alte Subbücher wirklich auch weg, egal ob bei Rebuy, ob bei Medimobs, was ja dann Momox ist, oder dann eben auch einfach verschenkt oder vertauscht oder eben in die Bücherkiste. Und es gab eine recht große Aktion bei einem Globus, das ist so ein großer Supermarkt. Und die haben für jedes Taschenbuch einen 50-Cent-Gutschein herausgegeben. Und da habe ich auch damals um die 40 Taschenbücher weggebracht und noch 10 von einer Freundin und hatte dann im Grunde einen 20-Euro-Gutschein in Händen. Also für Bücher, wo man eben auf Medimobs und so nichts mehr bekommt, dachte ich, dieses Angebot ist klasse, 50 Cent, ne, und brauchst du ihn nicht mehr. Da habe ich wirklich auch viel weggebracht und halte ja meinen Sub jetzt wieder sehr, sehr ordentlich auf Lovely Books. Ich habe auch durch diese Aussortierungen mir dann im Grunde vorgemerkt, und also rausgeworfen aus dem Sub und bin nach wie vor zweistellig in meinem Sub. Was jetzt natürlich, wo man sagen könnte, hier hast du ja im Grunde 70 Bücher mehr gekauft als gelesen. Aber wenn natürlich 80 rausfliegen, beziehungsweise auch Bücher, die gerade so bei E-Books, wenn halt auch mal geschenkte Bücher dabei waren, also über diese Kindle-App des Monats, wie sich das ja auch immer nennt, oder E-Book des Monats, und man bekommt da ja auch immer mal geschenkte E-Books, auch bei Thalia, und auch die habe ich gezählt und die sind dann aber rausgeflogen, weil wenn nicht lesen, dann ja. Und ich habe nach wie vor immer noch Bücher hier stehen, wo ich jetzt eben mal überlege, ob es dieses First Chapter sozusagen Sinn macht. Also so, man liest dieses erste Kapitel und entscheidet dann, ob einen das Buch anspricht oder nicht. Vielleicht wäre das auch mal fürs neue Jahr etwas, vielleicht auch ein Format, was euch interessieren könnte. Da könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, also 177 Bücher gelesen. In Seitenzahl waren es 62.104. Im Vergleich zum Vorjahr, da waren es knapp 57.000. Es war eine durchschnittliche Seitenzahl am Tag von 171 Seiten. Das finde ich schon tatsächlich auch irre. Also ja, ich frage mich, wann ich das lese. Aber es gibt natürlich immer Urlaube und Wochenenden, wo es dann wahrscheinlich mehr sind. Und manchmal Bücher, die man einfach so wegsuchtet. Ne? Aber gut, da kommen wir später zu den Highlights. Im Vergleich zum Vorjahr, da waren es noch 156 Seiten pro Tag. Ich bin tatsächlich ein bisschen erstaunt, wie ich denn noch alles andere so drumherum schaffe, wenn ich so viel lese. Aber ja, ein Zeitumkehrer. Das ist die Antwort. Ich habe einen Zeitumkehrer. Damit können wir ganz gut leben. Ja, ich habe insgesamt 44 Highlights, was ich echt toll finde, weil das sind ja so 4 Highlights grob pro Monat. Ich habe 13 Flop-Bücher und bei Flop-Büchern meine ich nicht die Bücher, die ich abgebrochen habe. Davon habe ich nämlich 20. Also insgesamt wären es eigentlich 33 Flops, von denen ich eben 22 abgebrochen habe und 13 Flops, die mich eben auf andere Weise enttäuscht haben. Und zu einem gewissen Teil der 13 Bücher erzähle ich dann natürlich auch ein bisschen was. Der stärkste Monat an Büchern war der Juli mit 19 Büchern, die ich gelesen habe. Und der schwächste Monat war der April mit 12 Büchern. Was einfach diesen großen Einschnitt dieses Jahr bei uns in der Familie erklärt, der April. Also der lässt sich durchaus erklären. Der Juli wahrscheinlich mit sehr viel Sonne, sehr viel Zeit im Garten oder im See, am See, nicht im See, wir gehen ja nicht schwimmen mit unseren Büchern. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Der stärkste Monat seitenzahltechnisch war dann allerdings der Januar mit 6.417 Seiten, meine Güte. Da sieht man, dass dann eben mehr Wälzer zum Beispiel gelesen wurden. Also, na, das eine sagt ja mit dem anderen in Verbindung nicht so viel aus. Und der schwächste Monatsseitenzahl war der Dezember mit 3.504 Seiten, was wirklich extremst unter Durchschnitt ist. Normal kam ich immer über 4, was daran liegt, dass ich 5 Bücher abgebrochen habe im Dezember. Oh, es war ein schrecklicher Lesemonat. Ja, also der Dezember war wirklich ein Hammer, der mich wirklich sehr enttäuscht hat. Aber
Ja, so ist es natürlich. Also Neuzugänge technisch, lesetechnisch, finde ich es, was so die Statistik angeht, wirklich sehr interessant. Und ich bin immer noch über die 247 Neuzugänge sprachlos. Ja. Ja, das ist halt nur eine Zahl, ne? Aber man müsste sich das mal in einem Zimmer vorstellen mit Büchern. Ich weiß nicht, wie viele Bücher in so einen Kallax gehen. Also bei mir ist das ja noch das Expedit. Man könnte hier mal grob durchzählen. Ich finde das echt schon viel. Klar, es sind natürlich viel gebrauchte Bücher dabei. Es sind natürlich auch E-Books dabei. Allein die 97 E-Books, die stehen hier ja nicht rum, ne? Also das ist natürlich schon... ja, da ist sie wieder, meine kleine Kamerageile. Ja, das ist natürlich... Aber es ist so eine Zahl, wo ich denke... Vielleicht halbieren wir die mal im nächsten Jahr. Ne? Also der Ansporn wäre schon eher, das natürlich wegzulesen, was man bekommt und was man auch hat, anstelle dann wirklich von neuen Büchern. Das Problem ist natürlich, dass immer so viele tolle Neuerscheinungen herauskommen, die einen so anlächeln und die so ein bisschen verführerisch sind und auch bei Medimops und Reba. Und ja, ich muss ja keinem was erzählen. Ne? Es ist dieser Verlockung, ja, müssen wir ja alle... nicht widerstehen oder sind dem ausgesetzt. Und ja, ich persönlich finde es jetzt gar nicht so dramatisch in diesem Sinne, aber so die Zahl, ja, da gibt es auch was zum Schnurren, ne? Ja, aber ich denke, jetzt kommen wir einfach mal so zu den Highlights, weil ich sehe schon, die Zeit rinnt. Und ja, ich habe mir 10 Highlights herausgesucht, was sehr schwer war bei 44. Ich wollte aber so gefühlt für jeden Monat ein bisschen ein Buch oder habe dann wirklich auch verglichen, diese 44, was ist da wirklich noch am präsentesten. Ich habe dann auch Flops. Und ich habe auch noch eine Kategorie Autoren, die ich viel gelesen habe und die mich natürlich dann auch mehr oder weniger begeistert haben. Und manchmal sind da Wiederholungen, aber ich denke, das bekommen wir hin. Diese 10 Highlights sind jetzt in keinster Weise irgendwie gestaffelt oder in irgendeinem Art Ranking. Das bekam ich tatsächlich nicht hin. Also ihr werdet dann auch bei den Büchern sehen, so mal sind die oft in einem anderen Genre. Und die haben mich aber alle auf ihre Art und Weise so begeistert. Oder auch eine Reihe, das gehört jetzt für mich auch in. Ich habe auch, glaube ich, 3 Reihen hier, ja, wo ich einfach sage, die Reihe hat es mir einfach angetan. Dann sind es gegebenenfalls auch mehr wie 10, aber... ja, ich kriege kein Ranking rein. Ich habe es wirklich probiert und habe es jetzt einfach so genommen, wie ich es schon auf dem Notizzettel hatte, also wie ich es mir von den Monaten runtergeschrieben habe. Es kann ein bisschen chronologisch sein, je nachdem, wenn der erste Teil natürlich erschien, war der dritte Teil vielleicht wann anders. Aber gut, ich versuche alles hier ein bisschen einzublenden. Ich werde, wenn es rein sind, voraussichtlich den ersten Teil einblenden, weil wenn es sonst vierteilig, dreiteilig, dann wird es wahrscheinlich einfach zu viel. Ich denke so, dass man ein Bild fürs Buch vor Augen hat, da reicht, denke ich, auf jeden Fall auch der erste Teil. Und dann fangen wir an mit Red Rising, die Reihe von Pierce Brown. Ich glaube, da haben wir Teil 2 und 3 in diesem Jahr gelesen. Mit Teil 1 haben wir, glaube ich, letztes Jahr noch begonnen. Und das ist eine Science-Fiction-Fantasy-Reihe, die ich unglaublich gut fand, die sehr andersartig erzählt wurde, schnelles Tempo, trotzdem wunderbare Beschreibungen, sehr detailreich, aber eben zack, zack, zack sind die Dinge passiert. Und es war ja eine dystopische Science-Fiction-Story. Wir haben hier einen Protagonisten, der sich gegen das System auflehnt, der in das System hineingeht, um es von innen eigentlich zerstören möchte. Und da allerlei Dinge, sehr viel Kampf, sehr viel Krieg, sehr viel Menschliches dann auch widerfährt. Und wirklich eine tolle Story, die mich sehr begeistert hat, wirklich gepackt hat. Und wir die Reihe ja miteinander in der Facebook-Gruppe auch gelesen haben und wir wirklich dann dem dritten hingefiebert haben und ich glaube den auch im Erscheinungsdatum Monat oder einen Monat später auch gelesen haben und das sehr frisch aufgesogen haben und ich einfach ja die Idee so brillant finde und ich mochte. Und das mochten ja viele nicht. Ich mochte auch den schnellen Erzählstil, der für mich mal eine ganz andere Art Science Fiction war. Und das Ganze so ein bisschen kombiniert natürlich mit dem Fantasy-Aspekt, der ja eher ausschweifend ist und langsam erzählend ist und sehr
tiefgreifend geht und man aber hier wirklich ganz viele Wendungen hat, viel Erzählstory und sich das so ein bisschen wie ein Film anfühlt. Und das fand ich, entgegen der Vermutung von vielen, dass es mir nicht gefallen wird, fand ich tatsächlich brillant und war wirklich eine großartige Reihe und wirklich Science Fiction in his best sozusagen. Und ja, das nächste, ganz etwas anderes, sind die New York Diaries von Anne Freitag und Adriana Popescu. Und da gab es in diesem Jahr, glaube ich, 3 Bände. Der erste Teil erschien, glaube ich, noch 2016. Und auch diese Reihe habe ich sehr, sehr geliebt. Und ich liebe sie noch immer. Denn wir sind eben in New York City. Wir begleiten 4 Frauen, Protagonisten, die eben im Knights Building wohnen und die eben ganz unterschiedliches vom Leben erwarten, im Leben stehen, denen ganz unterschiedliche Dinge passieren. Und das war auch großartig erzählt. Also es waren spannende Lebensgeschichten, zum Teil natürlich auch mit ein bisschen Liebe verbunden, in einem ganz tollen Erzählstil, was ich eben Adriana Popescu unglaublich mag und auch an Anne Freitag. Und das waren ja auch meine ersten Bücher von Anne Freitag hier im Pseudonym. Und ich fand's toll. Mir hat diese Reihe unglaublichen Lesespaß gebracht. Ich habe die immer weggesuchtet und wirklich aufgesogen und mochte diese Reihe unglaublich gerne. Und entgegen der Vermutung, wie halt das Cover gestaltet ist, dass es hier New Adult ist oder gar Erotik, davon kann sich jeder verabschieden. Das hat damit zum Glück überhaupt nichts zu tun, sonst würde ich es nämlich nicht so feiern. Sondern es sind eben einfach wunderbare Romane über das Leben, über die Liebe. Sehr erwachsene Protagonisten, ich glaube wirklich alle teilweise Ende 20, Anfang 30. Und die natürlich schon einen gewissen Stand haben im Leben, aber die natürlich Träume haben oder denken, sie haben den Traum erfüllt und dann passiert etwas. Und das wirklich auf ganz wunderbare Art und Weise erzählt wird. Wirklich eine Highlight-Reihe, die mir in diesem Jahr sehr viel Lesespaß gebracht hat. So auch eine Jugendbuch-High-Fantasy-Reihe, die mich bis jetzt wirklich sehr vom Hocker gerissen hat. Und zwar die Chroniken der Verbliebenen von Mary E. Pearson. Der erste Teil war Kuss der Lüge, ein Buch, da wo ich dachte, tolles Deutsch, da wo ich dachte, dass das vielleicht gar nichts für mich ist, dass es so jugendbuchmäßig ist, dass es da so eine Dreiecksgeschichte gibt. Denn hier haben wir eine Prinzessin, die vor der Hochzeit flieht, wo sie halt einem anderen Prinzen aus einem anderen Königreich versprochen wurde und dann eben untertaucht. Sucht sie dann im Grunde der Prinz unbekannterweise und ein Auftragskiller. Und mit beiden verbindet sie etwas und sie weiß aber gar nicht, wer da dahinter steckt. Auch wir erfahren im ersten Teil zwar relativ schnell, glaube nach der Hälfte, wer ist. Und dann beginnt eben so ein bisschen diese Dreiecksgeschichte. Aber ich fand es grandios und das ist wirklich etwas, wo ich dachte, das werde ich nie sagen. Aber diese Jugendbuch-High-Fantasy-Story hat mich wirklich gepackt. Sie reißt mich mit. Es ist ein tolles Setting. Es ist eine geniale Idee. Der erste Teil, den habe ich weggesuchtet. Ich mochte den zweiten unglaublich gern. Ich finde den dritten toll. Ich finde es so schade, dass sie den dritten vom Englischen aus in 2 Teile teilen, sodass uns die zweite Hälfte des dritten im Original jetzt, ich glaube, im Frühjahr erscheinen wird. Im Deutschen hat die Reihe also 4 Teile und ich freue mich sehr auf den Abschluss. Und bisher ist das wirklich eine ganz tolle Jugendbuchreihe und es ist schon ein bisschen erwachseneres Jugendbuch, also ich würde so sagen 16 aufwärts, vielleicht auch schon 15, weil es doch auch an mancher Stelle ein bisschen brutal ist. Und es ist aber so ein tolles High-Fantasy-Setting, was, glaube ich, eben einfach zum Beispiel auch für High-Fantasy-Einsteiger perfekt geeignet ist, weil es nicht ganz so tief geht, nicht ganz so ausführlich ist, die Welt nicht ganz so perfekt ist, wie man es vielleicht sich von großer High Fantasy vorstellt, aber es eben nicht an Spannung oder so einbüßt und mir wirklich unglaublich gut gefallen hat und ich es einfach gar nicht erwartet hätte. Das muss ich ja wirklich so dazu sagen. Dann eine Thriller-Reihe, Teil 1 und 2 haben mich absolut geflasht und zwar Die Brut von Ezekiel Boone. Auch hier mit wenig Erwartung rangegangen. Ich glaube, den ersten Teil sogar über eine Leserunde gelesen und den zweiten Teil dann im Urlaub. Und es war der Hammer. Also hier Die Brut ist wirklich ein unglaublich schnell erzählter Thriller, der an unterschiedlichen Orten auf der Welt spielt, ganz viele Protagonisten, Erzählstränge hat.
beziehungsweise die einfach nur dazu manchmal sind, die dann eben eine Entdeckung machen, um uns das eben mitzuteilen. Und dann wird dieser Strang nicht weiter erzählt. Man 3, 4 Stränge hat, die einen die ganze Zeit über begleiten. Und wirklich ein Thriller, der unter die Haut geht. Ich hatte so viele Gänsehautmomente. Ich lag am Strand, 30 Grad, und mich hat das gefroren vor. Na, also das war echt der Hammer, wahnsinnig gut erzählt, eine grandiose Idee mit dieser Brut und was da passiert und ich fand es Hammer, also wirklich wahnsinnig toll gemacht, wirklich etwas, wo ich auch nicht mitgerechnet hätte, dass es mich so flasht, aber wirklich Teil 1 weggesuchtet, Teil 2, ich glaube in 2 Tagen am Urlaub weggesuchtet, was ich sonst nicht so tue im Urlaub, so exzessiv lesen, wenn ich am Strand liege, aber ich konnte es tatsächlich auch nicht weglegen. Und ich freue mich jetzt auch sehr auf den 3. und ich glaube auch letzten Teil, der glaube ich auch früher erscheinen wird, und bin da total gespannt, wie das ausgehen wird. Dann darf natürlich auch ein Stephen King nicht fehlen bei den Highlights, und es ist nicht Sleeping Beauties geworden, sondern Der Anschlag, den ich ja tatsächlich erst in diesem Jahr gelesen habe, den ich einfach nur großartig fand und der mir jetzt auch Gänsehaut bereitet, aber auf ganz andere Art und Weise, wie es die Brut tut. Ja, Stephen King, ich glaube, ich muss da gar nicht mehr so viel dazu erzählen, wie ich seine Bücher mag, wie ich seinen Stil mag, wie viele Jahre, locker über 20 Jahre, er mich schon beim Lesen immer wieder begleitet. Und man merkt in diesem Jahr natürlich, dass schon ein bisschen so ein kleiner neuer Hype um Stephen King entsteht, allein was die Verfilmungen auch anbelangt und natürlich dann auch die große S-Verfilmung. Und Der Anschlag ist ja so eine Art Zeitreisebuch, und es geht, wie man ja auch umschwärmt, Cover sehen kann, um das Aufhalten des John F. Kennedy-Attentats, des Anschlages im Grunde. Und wir haben hier eben einen Protagonisten, der glaubt, 5 Jahre vorher im Grunde dahin zurückreisen kann, und alles, was er ändert, bleibt so, wenn er dort bleibt. Wenn er aber zurückreist und wieder diesen Weg geht, kommt er wieder 5 Jahre vor 63, 63? Ich weiß es jetzt nicht. Es war, glaube ich, 62, oder? John F. Kennedy, 62, 63, Anfang der 60er Jahre. Und er kommt eben immer am gleichen Punkt wieder an, und alles, was er vorhergehend verändert hat, ist dann eben wieder alt, also in der alten Welt sozusagen. Und es gibt natürlich so ein paar Dinge, die er neben dem noch verändern möchte, und das macht er einfach unglaublich gut. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte, die so groß ist, die so brillant erzählt ist, die ein so geiles Ende hat, an dem ja Stephen King auch seine Söhne hat mitarbeiten lassen. Ich glaube, Joe Hill durfte hier helfen, denn King schafft es ja doch immer mal, Enden zu versauen. Das Ende hier ist wahrlich perfekt, und ich kriege direkt Gänsehaut, das ist echt der Hammer, das ist wirklich ein Highlight, auch unter den Stephen King Büchern, hat glaube ich tatsächlich es von Platz 2 bisschen runtergeschubst. Platz 1 bleibt für mich auf jeden Fall Friedhof der Kuscheltiere, da ist es tatsächlich, also nicht rangekommen, kann man nicht sagen, es ist glaube ich tatsächlich, dass ich bei Friedhof der Kuscheltiere mich nach wie vor unglaublich unwohl fühle beim Lesen und es so einen leichten Grusel hat, und beim Anschlag einfach diese Vorstellung so geil war und halt ich mich nicht um den grusle, aber ja, und auch so diese Anspielungen auf andere Geschichten, es ist einfach Hammer, lest es, es war wirklich großartig. So auch Der Report der Markt von Margaret Atwood, eine Autorin, von der ich vorher noch nie etwas gehört habe, bewusst nie etwas gelesen habe, die aber dieses Jahr sogar 2 Serien bekommen hat. Einmal Alias Grace, was auch auf Netflix läuft. Und dann eben auch der Handmaid's Tale, ja, der Report der Markt. Dann eben, was leider nicht öffentlich so anzugucken ist, sondern nur über die Telekom aktuell sonst nicht läuft. Und ich da auch auf den Report der Markt aufmerksam wurde und ich fasziniert bin von dieser düsteren Science-Fiction-Geschichte, die politisch sehr so ein bisschen in die Zeit passt. Obwohl es nicht so ist wie in dem Buch, wo man eben, wo sich das Weltbild verändert und wir eben eine Frau begleiten, in die auf einmal in eine Dystopie gerät. Wir erfahren, wie ihr Leben vorher war, was ja viele, gerade Jugendbuch-Dystopien, ja oft nicht haben, sondern die Menschen sind ja meistens so in dieser Dystopie aufgewachsen. Und wie haben wir eine Frau, wo wir eben erfahren, wie ihr Leben vorher war, die Familie hatte, Kind hatte, Mann hatte, ein schönes Leben hatte, und mit einem Mal durfte sie im Grunde nicht mehr so leben, wie sie ist,
und dann eben eine Magd wurde, denn es gibt ja eben ein Problem mit dem Kinderkriegen bei manchen Frauen und die Magd sozusagen ist eben noch fruchtbar und kann Kinder austragen und sie gehört dann aber im Grunde ihrem Besitzer, dessen Kind sie dann auch austrägt und es war unglaublich beklemmend, es war eine ganz schlimme Vorstellung und ich fand es gerade aus dem Aspekt heraus, was diesen Frauen passiert und einfach so, also es ist zwar eigentlich unglaublich weit weg, es ist aber trotzdem so greifbar und das fand ich so schlimm. Ich hoffe, man kann das einigermaßen verstehen, wie ich das meine und das fand ich wirklich erschreckend, aber grandios erzählt, mega spannend und ich möchte von Margaret Atwood auf jeden Fall noch ganz, ganz viel mehr lesen und ich habe noch einen Kurzgeschichtenband von ihr gelesen und ich habe auch noch Alias Grace hier, wo ich die Serie gesehen habe, die ich auch großartig fand und möchte da auf jeden Fall das Buch lesen und auch noch andere Geschichten von ihr, also wirklich absolute Empfehlung, wirklich eine sehr gelungene Erwachsenen-Dystopie, die wirklich unter die Haut geht und ja. Dann ein Hörspiel, das mich in diesem Jahr wirklich absolut gefesselt hat mit Nachwirkungen. Monster 1983 von Audible produziert, habe ich dieses Jahr komplett gesuchtet. Es begann, glaube ich, Ende Juli mit Staffel 1. In Berlin im August habe ich mir dann Staffel 2 heruntergeladen und jetzt Halloween, 31.10. war dann auch Staffel 3 da, jeweils ein Gutschein. Ich glaube, Staffel 1 gab es zeitweise auch mal für einen halben Gutschein und ich bin total hin und weg von dieser Story. Und jeder, der zum Beispiel Stranger Things feiert, der muss in Monster 1983 reinhören, weil ich denke, diese Atmosphäre, diese 80er-Atmosphäre, die man eben auch von Stephen King aus den 80ern kennt, aus Gruselfilmen der 80er, das haben wir eben hier auch in Monster 1983. Wir sind hier in Harmony Bay, einem kleinen Dorf und auf einmal amerikanisch-ländlich und auf einmal bricht da im Grunde das große Chaos aus, denn es geschehen Morde, die sehr merkwürdig anmuten und auch irgendwas hat da der Detective zu tun. Unser, mein Christian Bale in Sheriff-Uniform. Ja, für alle, die wissen jetzt, was da gemeint ist. Und es war einfach großartig. Es war eine spannende Story. Es hatte Wendungen. Es sind Dinge passiert, mit denen hätte ich nie gerechnet. Auch das Ende ist einfach geil erzählt. Und man kann es gar nicht, also ich bin es kein Freund des Wortes geil, aber in dem Fall passt das einfach perfekt. Das Hörspiel ist ja anders als ein Hörbuch. Ein Hörbuch liest ja wirklich die Geschichte vor, wie sie niedergeschrieben ist. Und ein Hörspiel ist ja wirklich, dass man nur Dialoge hört, Hintergrundgeräusche, vielleicht ein bisschen Musik. Und man ja wirklich nur das erfährt, was sich die Menschen in der Geschichte erzählen. Und das ist hier einfach großartig gemacht worden. Mir hat diese Geschichte unglaublich gut gefallen und es sind Wahnsinns-Synchronsprecher und natürlich Hörbuchsprecher dabei. Angefangen natürlich von David Nathan. Im Kopf bildete sich Sheriff Cody, der eben aussieht wie ein geiler Christian Bale zu seiner besten Zeit. Aktuell sieht er nicht ganz so gut aus, aber es sind ja nur Oberflächlichkeiten. Aber ja, er hat mir es nicht leichter gemacht, mir jetzt jemand anderen vorzustellen, wenn ich David Nathan höre. Die Story habe ich ja in so mancher Bücherwoche erzählt, wenn es um Sleeping Beauties ging. Wahnsinns-Synchronsprecher von Alan Rickman über Scarlett Johansson, über Sarah Michelle Gellar, über Matt Damon, über Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts. Die ganze Hollywood-Riege war gefühlt da. Und es ist, also bei mir ist das wirklich so, dass ich mit einer Stimme einen Schauspieler irgendwie verbinde und ich dann wirklich im Kopf ist der Film abgelaufen, als wäre es ein Film gewesen und es war einfach großartig. Es war für mich wirklich der Hammer, hat mir absolut gut gefallen. Ich habe mir jetzt aktuell noch ein Hörbuch runtergeladen, irgendwas mit Shakespeare, Kill Shakespeare, ich weiß es gerade nicht mehr, ich bin auch sehr gespannt, ob mich das begeistern kann. Denke, wird aber erst im neuen Jahr gehört. Dann schafft es auch ein Dan Simmons in die Highlights. Natürlich war Terror ein absolut gelungenes Buch, aber Kinder der Nacht hat mir viel, viel besser gefallen. Kinder der Nacht ist ja ein sehr düsterer, ich sage jetzt mal Vampirroman, der aber nichts mit klassischen Vampiren zu tun hat, wie man es vielleicht von Anne Rice kennt oder gar Stephanie Meyer überhaupt nicht, sondern der schon die Sache ein bisschen historischer angeht, was gerade Vlad Dracul angeht und dann eben mit der heutigen Zeit und wie das früher so gewesen ist in Rumänien und wie es den Menschen da eben ergangen und ja,
Es war unglaublich gruselig, es war düster, es war dunkel, es war gefährlich und es war genial geschrieben. Also es waren wirklich Charaktere, die, mit denen man bis zum Ende mitgefiebert hat. Ja, mein Schatz, ja, es wird wieder gesungen, macht euch nichts aus, er steht irgendwo und singt. Also ja, wirklich eine Geschichte, die mich gepackt hat, mitgerissen hat, wirklich in den Abgrund gezogen hat und dann im Grunde ausgespuckt hat. Und am Ende war es so mega spannend. Ich glaube, die letzten 150 Seiten musste ich dann, obwohl wir das, glaube ich, in einem Facebook zusammengelesen haben, in der Facebook-Gruppe, musste ich wegsuchten, weil mich das so gefesselt hat und ich einfach hin und weg war. Und das war wirklich ein Buch, das ich ja einfach feiere, großartig finde und ja, mir Dan Simmons wieder gezeigt hat, wie er mir gefallen kann. Bis jetzt steht es ja unentschieden. Terror war sehr, sehr gelungen, wirklich sehr gut. Druid habe ich abgebrochen. Dann kam Kinder der Nacht, was ich absolut feiere. Und dann kam ja Flashback, was ich auch abgebrochen habe. Jetzt gucken wir mal. Im Februar wird Der Berg gelesen. Vielleicht sind einfach die ungeraden Bücher immer die besten. Aber dazu dann noch ein bisschen später mehr. Und dann auch überraschenderweise Seis von Neil Schusterman, Die Hüter des Todes. Der erste Teil wurde von mir ebenfalls gehört. Und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil, der, glaube ich, im März erscheint, dann ein schwarzes, graues Cover hat. Und hier geht es darum, die Menschen, also es ist auch so eine, ja, Science-Fiction-Fantasy-Geschichte mit ein bisschen dystopischen, utopischen Ansätzen eigentlich. Denn eigentlich könnten die Menschen unendlich leben, sie müssten nicht mehr sterben, wären da nicht die Sais, die Hüter des Todes. Denn um eben eine Überbevölkerung ja, zu vermeiden, müssen eben Menschen trotzdem sterben. Und die Gilde der Sais ist im Grunde dafür zuständig. Wir begleiten eben hier zwei Jugendliche bei ihrer Ausbildung und dass das alles gar nicht so einfach ist und es war einfach geil. Es war eine Story, die mich auch wirklich überzeugt hat, die mir unglaublich gut gefallen hat. Die Idee fand ich brillant, Umsetzung mega gemacht, Tiefgang der Charaktere, unnötige Liebesgeschichten, Freundschaften wurden außer Acht gelassen, was ich gut fand. Und es hat sich wirklich so auf die Story konzentriert und auf diese Gilde und auf die Menschen und auch so verschiedene Problematiken angesprochen, die man eben einfach hat und die auch unsere Gesellschaft hat. Jetzt hing der gerade die Decke an. Ja, mein Schatz. Und ich fand das einfach Hammer. Und ich glaube, was mich auch mal noch zusätzlich begeistert zur Story, war auch wieder das Hörbuch, denn es war gesprochen von der Synchronstimme von Sean Bean. Und der ist ja bekannt, Boromir, Ned Stark aus Game of Thrones. Und den ich einfach auch Hammer fand. Also die Synchronstimme hat das grandios gemacht, hat mich wirklich begeistert und gefesselt. Und ich habe heute noch Bilder vor Augen, wenn ich so über die Geschichten nachdenke und manche Geschichten verfolgen einen ja länger und begleiten einen immer wieder in Träume. Also ne, es gibt ja so Lebensbücher, die sehr präsent noch im Kopfe sind und auch hier Thais ist wirklich eine Geschichte, die mich noch sehr einnimmt und die ich großartig finde und ich einfach mega gespannt bin, wie es in der Geschichte weitergeht. Und das ist halt auch so düster und das ist zwar irgendwie ein Jugendbuch für mich, aber auch eher ein Jugendbuch ein bisschen älter, ich würde sogar sagen 16 aufwärts, einfach weil schon ja sehr düster ist, sehr dunkel ist und auch sehr brutal. Also das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Vielleicht sind die Jugendlichen heutzutage auch anders wie ich. Ich meine, ich habe auch Stephen King mit 13 gelesen. Aber ne, so im Vergleich finde ich das schon, was man sonst Jugendbuchliteratur nennt, fand ich, sei es schon sehr heftig. Und das letzte Buch, ja, der Top 10 ist ein Buch, was jetzt auch total unerwartet kommt. Und zwar ist das Herzensräuber von Beate Rügiert. Und da wird man sich denken, hä? Steffi? Ja, tatsächlich ist das auch meine Reaktion. Ich habe auch lange überlegt, ob das Buch tatsächlich so in diese Top 10 gehört. Aber es gehört da rein. Denn es hat mich unglaublich berührt und es hat mich einfach begeistert. Und es hat mir so gefallen, unserem kleinen Hund, unserem Herzensräuber sozusagen einfach zu verfolgen, ihn kennenzulernen, der ein Stromerhund ist und mitgenommen wird, ein neues Zuhause bekommt. Sein Herrchen hat einen Antiquitätenladen, also oder ein Antiquariat mit Büchern. Und ja, der Hund hat eben die Gabe, immer das passende Buch für den Menschen herauszusuchen. Und das ist
eine Geschichte, die auch noch aus Sicht des Hundes erzählt wird, was ja immer sehr grenzwertig ist. In diesem Fall hat es die Autorin aber geschafft, es so liebreizend rüberzubringen und so toll zu erzählen und mich so zu begeistern. Und ich habe das an einem Tag weggelesen. Nachmittags angefangen, abends weiter, nachts im Bett zu Ende. Und ich war so berührt und ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe gelacht, ich habe geweint. Ich habe mich einfach so wohl auch mit diesem Buch gefühlt. Und es war einfach eine Geschichte, die mir einfach ans Herz gegangen ist. Und ich finde, auch solche Bücher haben es verdient, dass sie in irgendwelchen Tops auftauchen. Man vergisst die ja ganz gerne, weil es ist halt so eine scheinbar profane Literatur und ja, auch gar nicht mein Steckenpferd, wenn wir ehrlich sind. Ich lese ja, also ich habe ja nicht sehr viel Glück mit normalen Romanen, sag ich mal so. Da ist ja auch viel dabei, was ich dann abbreche. Aber oder das, was halt so okay war. Aber das hier hat mich wirklich sehr begeistert. Und auch dieses Cover ist ein absoluter Traum. Und ich habe das eben irgendwo gesehen und es durfte einziehen und wurde auch relativ zeitnah gelesen und hat mir wirklich einen wunderschönen Tag sozusagen bereitet. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall auch viel wert. Und ja, natürlich gibt es noch ja im Grunde 34 andere Highlights, Top-Bücher, die mich begeistert haben. Und die ich natürlich auch immer in meinen Bücherwochen erzähle. Und wer die Regel verfolgt, kann das gucken. Beziehungsweise ich bin ja auch auf Lovely Books, da kann man das auch eingeben, Tops und Flops. Und da kann man auch mal durchgucken, was mir gut gefallen hat. Ist natürlich auch in der Infobox. Und ja, aber das waren so die Top 10. Und ich finde die Mischung tatsächlich ganz gut, wie ich finde. Also ich glaube, es war wirklich dieses Jahr viel, viel Gutes dabei. Im Grunde ja doch mehr Gutes als ganz Schlechtes. Und ja, jetzt kommen wir zu den Flops. Und hier habe ich von den, ich sage jetzt mal, 33 Flops, die es ja waren und auch 20 abgebrochene, habe ich mir 8 Flops herausgesucht, die vielleicht nicht mal das Schlechteste waren, sondern von denen ich eben auch einfach so enttäuscht war. Dazu dann aber einfach selbst. Also abgebrochene Bücher, ja, da muss ich nicht sagen, so nach einem Drittel, spätestens nach der Hälfte entscheide ich, ist das Buch was für mich oder nicht, breche es dann ab. Es gibt bei den Flops tatsächlich auch ein Buch, wo ich eigentlich ständig abbrechen wollte, es aber nicht getan habe, weil ich trotzdem wissen wollte, ob es nicht doch irgendwann nochmal gut wird. Und Flops sind dann eben Bücher, die man halt zu Ende liest, aus verschiedensten Gründen, die aber eben einfach nicht gut waren, aus den verschiedensten Gründen. Und ja, aus diesen Büchern habe ich jetzt im Grunde auch 8 gewählt. Auch komplett ohne Wertung. Ich habe mich auch einfach dafür entschlossen, wie ich sie weggelesen habe, wie ich sie dann aufgeschrieben habe aus der großen Statistik, lasse ich sie einfach. Ich bin da wirklich nicht gut im Werten und dann lasse ich das auch einfach. Und ja, wir beginnen ja mit einem Stephen King und zwar mit Schwarz. Und das ist Teil 1 des Dunklen Turms Zyklus, wenn ich mich nicht irre, wo es 7 oder 8 Teile gibt. Ich steige da persönlich tatsächlich nicht so richtig durch. Und zwar wollte ich es lesen, bevor die Verfilmung, das Buchcover hier ist jetzt auch das Filmcover, in die Kinos kam, weil ich dachte, wenn dich das irgendwie packt, gehst du auch ins Kino. Mittlerweile bin ich natürlich informierter und weiß, dass das eine nicht viel mit dem anderen zu tun hat. Und ich weiß auch, dass Schwarz einfach der schwächste Einstieg in diese Turmgeschichte ist und man sollte auch dieses dünne Buch im Zusammenhang mit diesem großen Werk, was ja diese 7, 8 Bücher einfach sind, darf man natürlich gar nicht, ja, ne, verstehe ich alles und vielleicht lese ich eines Tages weiter, vielleicht habe ich 2018 die Muse dazu. Ich glaube, Teil 2 und 3 liegt auch schon hier. Ich glaube, Teil 5 liegt bei meiner Mutter unten. Und ja, vielleicht lese ich da weiter. Ich glaube, man braucht dafür aber Muse. Bei mir war Schwarz wirklich bis auf die letzten 50 Seiten wirklich schrecklich. Ich habe nicht verstanden, was es soll, wo es hingeht, was will mir da jemand sagen. Warum reite ich da durch die Wüste? Und es war überhaupt nicht spannend, es war nicht ansatzweise King-mäßig und ja, die letzten 50 Seiten, da ist King gekommen und vielleicht hätte man direkt danach weiterlesen sollen. Ja, man soll ja niemals nie sagen, dementsprechend liegt es ja vielleicht mal gut, dass ich es irgendwann mal weiter lese, vielleicht auch höre. Ich höre von 2, 3 anderen, dass die mit den Hörbüchern wirklich gut vorangekommen sind und sich da wirklich auch über manche Länge hinweg geholfen haben, indem sie eben einfach gehört haben. Vielleicht greife ich da tatsächlich auch mal zu den Hörbüchern.
Dann ein sehr gehyptes Buch, Die Erbin von Simona Arnstedt. Ein Buch, das mir ja im Grunde sehr, sehr oft empfohlen wurde als erwachsenes New Adult, beziehungsweise fällt der Zusammenhang New Adult und die Erbin gefühlt eigentlich nie, weil ja die Protagonistin auch schon über 30 ist, sich aber verhält wie 12. Fand ich ganz schlimm. Also ich habe das, glaube ich, auch in der Lesegruppe gelesen, ist, glaube ich, auch ein abgebrochenes Buch. Und ich habe mich dieser Lesegruppe spontan hinzugefügt, weil ich es eben auch auf dem Sub hatte und dachte, na, wenn du sowas liest, dann vielleicht noch am ehesten im Miteinander. Und mir ist das Buch so oft empfohlen worden und auch von Leuten, die wissen, dass ich kein New Adult mag. Für mich ist das aber nichts anderes als New Adult für Erwachsene. Also ich fand es ganz schlimm, die Protagonistin, oh, also sowas von... Ja, und auch so die ganze Handlung, dieses ganze Erzählen und ich mochte es nicht. Also ich fand auch nicht schön, wie da Beziehungen dargestellt wurden, wie da Charaktere gezeichnet wurden und das alles in irgendeinem Finanzwesen. Ich fand es tatsächlich leider nicht gut und habe es ja dann auch abgebrochen. Mit sowas kann man mich einfach jagen. Also das ist, Dann überraschenderweise ein absoluter Flop war für mich auch von Joe Hill, das ist ja einer der Söhne von Stephen King, Fireman. Und da geht es im Grunde auch dystopisch zu, eine Welt, wo es eine Krankheit gibt, in der man sich im Grunde selbst entzündet und dann eben in Feuer aufgeht. Und der Einstieg war tatsächlich noch gar nicht so schlecht, aber es ging dann in eine Richtung, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Und ich weiß gar nicht, wann ich dann abgebrochen hatte. Ich glaube auch 300, 350 Seiten von 900. Also auf jeden Fall über ein Drittel, vielleicht waren sogar 400 Seiten, auf jeden Fall über ein Drittel gelesen, aber mich konnte es nicht packen. Ich fand die Idee nicht toll, ich mochte diesen ganzen Gedankenstrom nicht und ich mochte einfach nicht, wo es hingeht. Und von Joe Hill habe ich, glaube ich, schon zwei, drei Bücher gelesen und war eigentlich immer sehr angetan, aber ja, Fireman war leider so gar nicht meins. Und dann wurde mein erster, und hier sage ich auf jeden Fall auch mein letzter, Richard Layman gelesen. Ein Autor, der ja als Horrorautor bekannt ist. Er, glaube ich, lebt ja nicht mehr. Ich habe Die Insel gelesen mit Thorsten und mit Erik. Und auch nur dieser Grund hat mich durchhalten lassen. Ich weiß gar nicht, was ich zu der Geschichte sagen soll. Sie ist mir von so vielen Richard Layman-Fans empfohlen worden. Als ein Einsteiger-Layman, der nicht zu blutig ist, der nicht zu extrem ist, der nicht zu brutal ist und... ja, genau das Richtige für mich sozusagen, die es ja nicht unbedingt so blutig mag. Und bestimmt, also von 5, 6 verschiedensten Stimmen wurde mir das empfohlen und irgendwann habe ich es mir dann auch zugelegt. Und ich habe auch so viele schwärmerische Rezensionen dazu gelesen und gehört und auch auf BookTube gesehen. Und ja, ich habe mich dann in diese Leserunde reinquatschen lassen. Viele Grüße, Jungs, die großartig war. Wir hatten sehr viel Spaß beim Austausch, das muss man definitiv sagen. Es war, glaube ich, auch Eriks erster Layman und also Thorsten hatte schon einige gelesen. Aber dieses Buch hat für mich noch nicht mal den Namen Literatur verdient. Ich muss es ehrlich sagen, es tut mir leid für alle, die das feiern. Ich verstehe es nicht. Also ich habe dieses ganze Buch nicht verstanden wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch einfach... zu doof für sowas und kann dem nichts abgewinnen. Ich mochte den Schreibstil nicht, ich mochte die Erzählweise nicht, die hier so in Tagebuchform war. Ich fand den Protagonisten einfach nur hohl, die ja auf einer einsamen Insel landen, weil das Motorboot, die Yacht explodiert. Und dann werden da eben Leute umgebracht, vornehmlich die Männer, weil die Frauen mit ihren tollen Brüsten sterben natürlich nicht. Ach, es war so plump, es war so schrecklich. Und die hatten nichts anderes im Kopf. Da wird sich nicht um Wasser gekümmert, ums Essen gekümmert, um Unterschlupf. Nein, da geht es darum, oh, ich sehe da den Bauchnabel. Oh, da ist die Bikinihose verrutscht. Und also es war es war ganz schrecklich. Aber ich habe es bis zum Ende gelesen, weil ich ja eigentlich wollte, dass es mir gefällt. Oder dass ich die Faszination von Richard Layman verstehen kann. Na, nein, ich bin raus. Also, nein. Dann ging es weiter mit Illuminé. Und zwar von Amy Kaufmann und Jay Kristoff. Und da werden jetzt einige sagen, Mensch, Steffi, ja. Also es war ja nicht schlecht. Das ist ja gar nicht, dass es so eine absolute Katastrophe war. Aber die Erwartungshaltung
an dieses Buch war, glaube ich, einfach viel, viel zu groß. Es war toll von der Aufmachung mit den Logbucheinträgen, den Interviews, mit allem, was da drin war und E-Mail-Verkehr und alles. Und es war so bombastisch Science-Fiction mit Wahnsinnsatmosphäre. Und ich habe dieses Buch so gelesen und war an mancher Stelle dran, es irgendwie abzubrechen. Habe es dann nicht getan, habe dann gedacht, okay, es war so okay, aber es war auch nicht mehr als okay. Und ich glaube, der Flop hier ist einfach, dass die Erwartungen, die man sich selbst macht, das ist mir durchaus bewusst, dass die einfach nicht eingehalten werden konnten. Dass so ein Bohei um diese Geschichte gemacht wurde und dann war es für mich in keinster Weise neuartig, andersartig, speziell von den Charakteren oder irgendwas. Es war einfach okay und mehr nicht. Und ich hatte mir da schon ein absolutes Jahreshighlight vorgestellt, dass es dann aber leider einfach nicht wurde. Und ja, es war einfach für mich sehr oberflächlich, sehr verwirrend, sehr durcheinander und irgendwie, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Ich finde, das ist eine ganz gute Erklärung, wenn man was nicht mag. Ja, dann auch das nächste, überraschend, der neue Dan Brown, Origin. Auch im Urlaub gelesen, schon auf dem Hinflug gestartet, kam, glaube ich, gerade an dem Samstag bei mir an, wo ich abgeflogen bin und dachte, hey, sehr cool, das nimmst du mit. Dan Brown bin ich ein großer Fan, auch erster Stunde. Ich habe die Bücher alle gefeiert, egal ob es Robert Langdon Bücher sind oder die Romane ohne ihn. Das sind ja, glaube ich, zwei. Und ich bin immer ein Fan von diesen historisch angehauchten, wir reisen durch Europa an tolle Orte und dann eben diesen Symbologen Robert Langdon, der gefühlt durch diese Symbolik eben so viel herausliest, so viel weiß und sich so vieles damit erklären kann. Und hier sind wir bei Origin und es war, ja, so nichtssagend. Schon allein, dass er alles, was er in Inferno hat, erzählt und auch das Buch enden lassen, wurde hier einfach vergessen, was vielleicht Sinn macht oder auch nicht. Ich hätte definitiv erwartet, dass er irgendwie Bezug auf diese Geschichte nimmt, weil es ist eben ja auch eine Reihe, die irgendwie aufeinander aufbaut. Und dann können nicht Dinge passieren, die etwas verändern und wir gehen im nächsten Band einfach drüber hinweg. Aber genau das hat er leider getan und ich habe auch relativ lange für diesen Dan Brown gebraucht. Was natürlich daran lag, dass ich am Strand lag und am Strand lag und am Strand lag und dachte schon, naja, es wird halt daran liegen, dass du für den gefühlt 4-5 Tage gebraucht hast oder auch Nächte oder wie auch immer. Ich habe danach aber ja Die Brut gelesen, den zweiten Teil, und da ging es dann komischerweise auch, ne? Also das, ja, es war so ein Buch, was einen nicht mitnimmt, was einen nicht abgeholt hat. Ein ganz merkwürdiger Robert Langdon, der irgendwie sich künstliche Intelligenz bedarf, damit er irgendwie vorankommt. Mit dieser künstlichen Intelligenz man aber eine Geschichte so einfach löst, dass es so gestellt wirkt und so, also Dinge, also es war einfach nicht gut. Auch vom ganzen Erzählerischen. Es hatte keinen Tiefgang. Wir füllen irgendwelche Geschichtslücken mit irgendwelchen Ländereien, Städten. Und es hatte nichts von dem Symbologen, wie ich Robert Langdon kenne und liebe. Und ich, ja, es hat mich einfach absolut kalt gelassen. Also es gab auch keinen Moment in der Geschichte, wo ich irgendwas googeln wollte, wo ich mir Notizen gemacht habe oder irgendwas. Und das ist irgendwie schon gar kein gutes Zeichen bei Robert Langdon und bei Dan Brown, weil ich das sonst tatsächlich viel mache und gerne mache. Und ja, vielleicht ist jetzt einfach so die Zeit vorbei, dass Dan Brown ja auf Robert Langdon setzt und vielleicht doch sich mal wieder was anderes ausdenkt, wie er es ja auch schon mit Diabolus und Meteor gemacht hat. Übrigens gerade Diabolus, wirklich ein grandioses Buch, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und Origin war leider nix. Ja, und das nächste fällt mir gerade selbst sehr schwer und es tat schon weh, es auf diese Spalte zu schreiben, weil eigentlich Sebastian Fitzek sonst eher in den Highlights landet. Und diesmal ist er mit Flugangst 7a tatsächlich in den Flops gelandet. Und ich bin mir auch heute
nach 2 Monaten nicht sicher, ob das Buch jetzt doch ein Geniestreich war oder wirklich das blödeste und gaga-mäßigste, was ich je gelesen habe. Ja, und das, ja, es klingt so verrückt und ich dachte, ja, ich muss auch einfach mal ein paar Nächte drüber schlafen, aber der Gedanke wird einfach nicht konkreter. Und ja, ich hatte solche Erwartungen an das Buch. Ich wollte Flugangst spüren und ich wollte verstehen, wie das, was das in Menschen auslöst, was da passiert, zu was Menschen bei Flugangst alles möglich sind. Und dann war Flugangst ja gefühlt nur so ein ganz kleiner Punkt in einer total wirren Geschichte, in der so viele Dinge passieren, die einfach nur passieren, damit sie passieren. Und da einfach so viele Zufälle aufeinandertreffen, dass man sich denkt, hä? Ja, ich glaube, das ist so, ja, mein Kommentar auf dieses Buch. Mich konnte es, also ja, es war ein Page-Turner, ja, ich habe es auch gut weggelesen, aber es lässt mich ganz komisch zurück. Ja, es ist, also ihr seht, mir fehlen nach wie vor die Worte, das war schon zur Bücherwoche so. Das ist auch heute so. Ich verstehe vieles in dem Buch nicht, warum das so kam. Ich verstehe nicht das Bild, das Fitzek gezeichnet hat. Ich frage mich, warum? Und das frage ich mich an ganz vielen Stellen dieser Geschichte. Und es war einfach absurd. Also ich, ja. Ja, also es lässt mich tatsächlich zweifeln an guten Thrillern von Sebastian Fitzek. Und ich bin ja, weiß Gott, ein großer Fan von ihm und feiere wirklich ziemlich alle seine Bücher. Aber nicht ausnahmslos. Es gab schon so ein paar Bücher, wo ich dachte, naja, die waren gut, aber jetzt nicht das Beste. Ich mochte zum Beispiel diese ganzen Noah- und Joshua-Profilgeschichten nicht so, diese Verschwörungstheorien. Davon bin ich von ihm nicht so begeistert. Aber sonst mag ich das sehr gerne, also die Bücher von ihm. Und bin auch wirklich immer hin und weg, auch von 8 nach dieses Jahr. Ich mochte die Idee unglaublich gern, auch das Paket im letzten Jahr, wirklich ein Highlight für mich. Und hier sitze ich so da und denke mir, hä? Ja, es wird wahrscheinlich nicht besser, umso öfter ich drüber nachdenke. Von daher, ja, und das letzte Buch ist dann ein Guillaume Musso. Und es ist das Papiermädchen geworden. Auch ein Buch, das ich abgebrochen habe, weil ich es einfach nicht verstanden habe wahrscheinlich. Ja, ich mag diese Ausrede ganz gerne. Ein Buch, also Musso habe ich im letzten Jahr entdeckt mit 24 Stunden, glaube ich, auch als Hörbuch gehört und habe mittlerweile einiges von ihm gelesen. Hatte ja auch einige Bücher mir bei Rebuy Medimops von ihm bestellt und auch die neuen Bücher, auch Das Mädchen aus Brooklyn dieses Jahr, wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Das Papiermädchen wurde geschrieben, wie wenn es von einem anderen Autor gewesen wäre. Erzählt in einem Stil, den ich überhaupt nicht gut fand, dem ich nicht folgen konnte, der mich nicht packen konnte. Dass da jetzt eben so ein Mädchen eben auftaucht aus einer Geschichte und die bei dem Autor auftaucht und ihm sozusagen erzählt, wie die Geschichte vielleicht enden könnte. Also es war an Absurdität nicht erklärbar und es hat mir einfach nicht so gut gefallen. Und ich habe dann, glaube ich, auch nach einem Drittel, wahrscheinlich, wenn es nicht die Hälfte war, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie viele Tage ich durchgehalten habe, zusammen mit Miri und Chiara. Es war nicht gut. Also es hat mich auch irgendwann überhaupt nicht interessiert und ich habe lieber zum anderen Buch gegriffen in der Zeit als zu dem. Und also es ist auch ein Dezemberbuch, was wahrscheinlich dann so die Flops des Monats eingeleitet hat. Der Fluch des Abbruchs. Es war tatsächlich nicht gut. Und dann gab es ja noch eine himmlische Begegnung, auch ein Musso, den ich auch abgebrochen habe. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht war auch einfach meine Stimmung nicht passend für diese Geschichte. Auch diese Ausrede könnte man bei jedem Flop verwenden. Aber ja. Ja, so viel zu den 8 Flops, die ich herausgesucht habe. Und ja, zum Glück gab es mehr Highlights als Flops.
Und ja, dann gab es aber noch Autoren, die ich entweder in diesem Jahr entdeckt habe oder auch viel gelesen habe. Unter anderem zum Beispiel Dan Simmons. Begonnen, glaube ich, Januar, Februar mit Terror. Ein Buch, das mir unglaublich gut gefallen hat. Diese Idee der Terror, die ja im Grunde ja durch die Nordwestpassage fahren wollte und eben so ein Riesenschifffrachter war. Und wir eben historisch Belegtes wieder haben, mit aber Dingen, die wir eben gar nicht wissen können, dann eben in Fiktion dazu erfunden durch Dan Simmons und ein grandioses Ende, wie ich fand. Also mir hat das unglaublich gut gefallen. Ein Buch, bei dem es einem noch kälter wurde als kalt, weil es natürlich auch da ständig minus 40 Grad hatte und man in seiner Wohnung saß bei der Heizung bei 25 Grad, dachte, Mensch, hier wird es aber gerade ein bisschen kühl. Also wirklich sehr bildhafte Schreibstil, sehr ausführlich, sehr, ach, einfach toll gemacht. Also sehr atmosphärisch. Dann kam Drood, ein Buch, das ich abgebrochen habe, was sehr düster war. Es geht ja auch um Charles Dickens und um, wie hieß der andere, Namen schon wieder vergessen. Und wir sind hier halt auch so ein bisschen drogentechnisch, suchttechnisch unterwegs. Sehr dunkel, sehr düster. Wer ist Ruth? Und leider auch zu einer Zeit gelesen, in der es mir, glaube ich, auch einfach nicht so gut ging. Vielleicht, es war, glaube ich, gut, dass ich es abgebrochen habe. Vielleicht hätte ich es zu einer anderen Zeit lesen können sollen. Das dritte Buch war dann Kinder der Nacht, ein Highlight, wie ihr ja schon gehört habt, was ich wirklich großartig fand. Und dann ging es weiter mit Flashback, was dann eher Science Fiction war. Mit Flashbacks sind eben Dinge, was man zurückblickend sehen kann. Ja, ich nicht gut fand. Aber Dan Simmons, grundlegend wirklich ein toller Autor, wie ich finde. Trotz der Flops schafft er es, einen mitzunehmen. Also selbst in den Flop-Büchern hat es schon einen ganzen Moment gedauert, bis man sich dazu entschloss, es abzubrechen, weil er schafft, und er zieht einen so in die Geschichte mit und er schafft auch so ein Bild, was man hat. Und es ist wirklich, also atmosphärisch finde ich jetzt einfach das passende Wort. Und man möchte es mögen, aber es gibt dann eben doch Komponenten, wo man denkt, es interessiert mich nicht. Oder die Richtung, in die es geht, interessiert mich nicht. Und ja, mir gefällt einfach auch an Dan Simmons dieses historisch Belegte mit dem, ja, was er sich dazu in Fiktion im Grunde ausdenkt. Das mochte ich bei Terror, das war auch bei Drood gar nicht verkehrt. Und ich, auch bei Kinder der Nacht hat es gerade so ein bisschen was mit der rumänischen Geschichte zu tun. Ich bin jetzt auch mega gespannt auf Der Berg, der ja, ich glaube, ist jetzt nicht da hinten liegt, den wir im Februar lesen werden in der Dan Simmons-Gruppe. Ihr findet das mal in der Infobox, wo es ja dann um die Mount Everest-Besteigung geht. Und ich, ja, wir das natürlich jetzt in den Winter gelegt haben, weil wenn wir uns frieren und frösteln, dann machen wir das natürlich im Winter. Ist ja blöd, bei 30 Grad bekommt man bestimmt kein Kälteempfinden so extrem. Es muss halt passen. Ne? Und ja, bin ich sehr gespannt. Also ein Autor, wo ich glaube noch ein, zwei Bücher auch auf dem Sub habe und ich glaube, da werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen was lesen. So, dann auch Adriana Popescu. Meine große Liebe zu ihr begann ja bereits im letzten Jahr mit Lieblingsmomente, Lieblingsgefühle und auch in diesem Jahr habe ich sehr viele ihrer älteren Bücher gelesen. Ich habe mir die ja auch gebraucht bestellt, egal ob Ewig und Dein, Versehentlich verliebt, 5 Tage Liebe und auch die New York Diaries fand ich einfach großartig. Und das ist auch eine Autorin, die gerade wenn sie ihr Vlogmas macht oder wenn man ihr auf Instagram folgt, und ich bin da so ein kleiner Stalker, ich finde das total cool. Das ist so eine coole Socke. Und das macht unglaublichen Spaß, sie auch so in kurzen Insta-Stories einfach so ein bisschen erzählen zu hören. Und jetzt auch die Schwärmerei über ihr Buch, über ihre Astronauten, die im März erscheinen. Und ich freue mich mega, sie auf der Leipziger Buchmesse zu treffen. Und vielleicht haben wir da ja Zeit für ein Käffchen. Und wir hatten ja auch dieses Jahr zusammen den Hangout, glaube im Januar oder Februar. Und es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Das ist so eine sympathische und schreibt auch einfach so Geschichten, die ans Herz gehen, die kitschig sind, aber so echt sich trotzdem anfühlen und die mich immer mitnehmen zum Lachen bringen. Es gibt Momente in Büchern, ich glaube, es war Versehentlich verliebt, wo eben so ein Star Wars-Fan auf einen Fantasy-Herr-der-Ringe-Fan stößt und es da wunderbarste Dialoge gibt. Und
die könnten eins zu eins auch bei mir im Freundeskreis entstanden sein, wo es ja immer diese Diskussion über ne, Star Wars und Herr der Ringe ist ja ganz klassisch gibt. Und ich denke so, ach meine Güte, das fühlt sich so echt an, die Charaktere. Und ja, einfach toll. Und ich bin einfach großer Fan und ja, auch in diesem Jahr. Und ja, auch von der lieben Jackie Feldgut bin ich dieses Jahr ein noch größerer Fan geworden. Auch schon im letzten Jahr entdeckt und auch in diesem Jahr viele ihrer Bücher aus dem letzten Jahr gelesen. Sie hatte ja 16 das Projekt 12 Bücher in 12 Monaten und habe in diesem Buch, in diesem Monat, nein, nicht in diesem Monat, in diesem Jahr wirklich so ziemlich alles, was ich auf dem Sub hatte, gelesen. Habe jetzt, glaube ich, kein Subbuch mehr von ihr, nur noch Wunschlistenbücher. Und es sind in diesem Jahr auch 2 Bücher von ihr erschienen, Das Päckchen und Auf der Suche nach Glück in New York City. Und beide Bücher wirklich einfach toll. Also Jackie schafft es, Liebesgeschichten, Lebensgeschichten zu schreiben, die unter die Haut gehen, die einen berühren, die einen sehr tief mitnehmen, Charaktere zu schaffen, wie sie nebenan wohnen könnten, aber trotzdem so das spezielle Etwas haben und man sich denen so zugeneigt fühlt und mitfiebern kann, sich begeistern lassen kann. Und auch wenn es manchmal ein bisschen holprig sich so anfühlt, macht es aber doch irgendwie Sinn und macht eben auch die Protagonisten so sympathisch und so anfühlbar. Und ja, auch Jackie, eine super sympathische und liebe, die ich auch in Leipzig getroffen habe und wir uns einige Male an diesen 2 Tagen über den Weg gelaufen sind und auch seither wirklich einen regen Kontakt haben und es immer wieder schön ist, so im Austausch zu kommen, über Bücher zu sprechen, Geschichten zu sprechen, über das Leben. Und das ist eben auch das, was ich so besonders an Büchern finde, egal ob man der Leser ist oder der Autor, man hat so ein Gesprächsthema und drumherum können sich eben Freundschaften entwickeln, die dann tiefer gehen, als es in den Geschichten sein könnte, ne? Und das ist einfach so besonders und ja, das hat mich in diesem Jahr, also immer wieder sehr begeistern können und mir wirklich auch sehr gut gefallen und ja, mich wirklich ja, nachhaltig sozusagen geprägt und bin auch sehr erfreut, Jackie dann hoffentlich in Leipzig wiederzusehen und bin da natürlich auch sehr gespannt auf die Bücher, die da im neuen Jahr noch kommen. Es gibt ja genügend zu lesen, so ist es nicht. Sie hat ja für Nachschub sozusagen gesorgt und für alle, die sie jetzt im Grunde erst entdecken, ist ja einiges sehr Gutes dabei. Unter anderem also auch wirklich das Päckchen, was ich toll fand und auch das neueste Buch Auf der Suche nach Glück in New York City und auch dieses Universum, dass man halt immer so an Ecken ist, die man aus anderen Büchern, also einfach großartig, wirklich ganz, ganz toll. Und ja, das war es auch so mit den Autoren des Jahres. Natürlich ein bisschen Musso war da, das habt ihr, denke ich, jetzt auch schon gehört. Es gab das ein oder andere Stephen King Buch, gerade die Kurzgeschichten, die halt immer mehr so okay sind. Aber der bleibt einfach, ne? Also Stephen King ist, glaube ich, ziemlich jedes Jahr mit ein paar Büchern vertreten und ja, so ja auch dieses Jahr ganz neu mit Sleeping Beauties und Grandys Wunschkasten und ja, ich bin da einfach sehr gespannt, was von ihm noch kommt. Das war ja auch die S-Verfilmung so, aber da habe ich ja im anderen Jahresrückblick gesprochen und ja, der Zettel ist sozusagen abgearbeitet und es war ein Jahr, das jetzt auch gut ist, dass es bald vorbei ist und 2018 einfach in manchen Dingen zumindest bitte auf jeden Fall besser wird. Und ja, ich freue mich auf das neue Jahr. Ich freue mich auf die Dinge, die da kommen, die Reisen, die kommen, die Begegnungen, die es geben wird. Ja, die Themen, die auf diesem Kanal passieren werden, die Videos, auf den Austausch mit euch, der mir immer sehr wichtig ist, egal ob unter den Videos in den Kommentaren, auf Facebook, als E-Mail, bei Instagram, gefühlt überall sind wir vernetzt und quatschen und das ist einfach so toll und es werden Bücher zusammengelesen, es gibt unseren Leseclub, es gibt die Dan Brown Leserunde, es gibt verschiedenste, bei Lovely Books wird gelesen, überall finden sich Menschen zusammen, die lesen und das ist einfach so, so toll und ich bin da immer gerne ein Teil dabei. Und hoffe einfach, dass das 2018 ja so weitergeht, noch besser wird, noch höher, noch weiter, noch schneller. Und ja, wir einfach weiterhin Spaß haben an Büchern, am Lesen, am Austausch und an den vielen Themen drumherum. Egal, ob Serien sind, Filme sind,
Düfte sind, Musik ist, egal was es ist, dass wir da einfach ja, uns auf eine schöne Art und Weise austauschen und im Grunde ja zueinander finden und auch gefunden haben. Und ja, da jetzt auch, denke ich, das Letzte ist der große Dank natürlich an alle Zuschauer, die dieses Jahr ja, dabei geblieben sind, neu dazugekommen sind, auf das ich ganz viele bei der Kingsianer-Tour dann auch treffen werde. Ich hoffe, ihr seid irgendwie in Leipzig, in Frankfurt oder Berlin dabei. Natürlich an die lieben Menschen, die ja, die Kollegen sozusagen, die das Leben auf BookTube schön machen, an die Autoren, die immer wieder bereit sind für einen tollen Austausch, die tolle Bücher schreiben, auch Bücher, die man nicht gut findet, aber man kann auch über diese sprechen. Natürlich an die Verlagsmitarbeiter, die, glaube ich, wirklich einen stressigen Job haben mit uns Bloggern und die Vielzahl, was es da einfach gibt, an Büchern und Bloggern irgendwie zueinander zu bringen. Und ja, mein großes Dankeschön am Ende des Jahres. Und ja, ich denke, die Bücherwoche wird wahrscheinlich sogar... Ja, die könnte noch an Silvester kommen, ne? Das ist, glaube ich, Sonntag. Also es ist noch nicht das letzte Video in diesem Jahr, aber so ziemlich fast. Und es war irgendwie sehr cool, so zurückzugucken. Und dann ist jetzt auch gut. Und dann gucken wir jetzt nach vorn und schauen, was da passiert. Und kommen frisch gestärkt nach dem Stillstand dieser Woche, wie ich in der letzten Bücherwoche gesagt habe, so das große Luftholen vor dem Sprung ins neue Jahr, gehen wir gestärkt dahin. Und ja, ich hoffe... Ja, wir haben weiterhin eine tolle Zeit hier, wünsche euch nun noch das Beste für 17, einen guten Start in 2018 und ja, vielleicht habt ihr ja auch einfach Lust, ein paar eure Highlights, Flops, ja, gerne ein bisschen in die Kommentare zu schreiben oder wie ihr so manches meiner Bücher vielleicht empfunden habt, vielleicht auch ganz anders. Immer her damit, würde ich mich mega freuen, da ein bisschen was zu lesen, vielleicht auch an den Büchern, wie viel ihr gelesen habt. Und ja, na, das finde ich auf jeden Fall spannend. Und ja, jetzt bleibt nichts mehr, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen, einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.